Herzlich willkommen bei GTA 5 Car Tuning. Wir werden in dieser Serie jedes einzelne Auto hier in GTA 5 kaufen, tunen und uns anschauen. Wenn ihr wissen möchtet, warum ich so viel Kohle da oben habe, schaut bitte bei meinem Let's Play von GTA 5 ab Folge 68. Da erkläre ich genau, wie man so viel Geld bekommt. Wir brauchen eine Garage. Wir stehen hier vor Franklins Garage. Franklins Garage ist hier unten. Wenn man mit Michael spielt, ist es hier oben in dem Bereich. Bei Trevor hier unten in dem Bereich. Außerdem braucht ihr einen freien Platz in der Garage. Das bedeutet, wenn ein Auto schon drin steht, holt es raus, stellt es irgendwo hin. Es kann sein, dass ihr ein-, zweimal in die Garage rein müsst, um euer neu gekauftes Auto zu holen. Weil die Frage sehr oft aufkam, was passiert mit meinem Auto, wenn ich es nicht mehr finde. Geht einfach mal zur Polizei. Hier ist ein Abschleppplatz, da könnt ihr euer Auto rausholen. Außerdem braucht ihr das Handy, geht hier unten aufs Internet, auf Reisen und Transport. Und dann könnt ihr entweder bei legendarymotorsports.net ein Auto kaufen oder hier unten bei southernsanandreassuperautos.com. Gut, und somit werden wir gleich ein Auto kaufen. Heute kaufen wir den Albani Virgo in Schwarz. Nein, oh, jetzt habe ich ihn gekauft. Ich Trottel, ich habe ihn doch schon gekauft. Egal. So. Ja, das ist jetzt wieder ein Muscle Car. Also ein Auto zum Angeben. Hohe Geschwindigkeiten kann man damit nicht erreichen. Bremsen. Oh, gehen einigermaßen. Was war denn das jetzt? Da ist so eben irgendwas weggeflogen und wieder dran geflogen. Komisch. So, dann einmal zu... Ja, lenken lässt sich's auch nicht unbedingt so toll. Gut, dann sind wir jetzt da. Einmal bitte hier rein. Hier ist gar nichts kaputt. So, Panzerung sehen wir nicht. Karosserie. Was? Radkasten blenden? Antenne? Ach so, hier hinten sind Antennen. Nee, bei dem passen die nicht. Bei dem passen die nicht. Nehmen wir nur die Antennen. Die sehen recht lustig aus. Bremsen. Stoßstange vorne. Ja, gefällt mir. Und hinten? Nee. Immer diese scheiß Reserveräder. Gefällt mir nicht. Motor, Auspuff. Chrom. Also muss ich sagen, die sehen schon viel besser aus als die. Kotflügel. Nee, das... Die Bordsteintaster, die gefallen mir nicht, die gucken immer so raus. Kühlergrill. Ja. Motorhaube, Ansaugtrichter. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Lichter, Neon-Kits. Alles. Neonfarbe. Bei dem würde sogar das Grün passen. Das hier. Nee, das hier. So, was haben wir noch? Lackierung.
Ah, hat was. Das ist geil. Der schwarze Stahl. Nee. 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 Bei dem passt auch das Weinrot nicht. Zuhälterkarre. Das Grün, ja, das passt doch. Das passt bei dem Auto richtig gut. Wobei, das Renngrün passt meiner Meinung nach noch besser. Also wie gesagt, immer meine Meinung, jeder hat einen anderen Farbgeschmack. Nee. Hier kann man sogar Schokobraun nehmen. Buchenbraun ist natürlich auch sehr schön. Sienna Ocker. Das hat auch was. Sattelbraun, Moosbraun, Strohbraun, Sandbraun. Nee. Nee. Ich würde jetzt das eine Braun, das Sienna Ocker. Das sieht meiner Meinung nach gut aus. So, was haben wir noch? Federung. Getriebe, Turbo, Reifen, Felgen, Muscle Car Felgen brauchen wir. Classic 5, Muscle Freak, die sehen gut aus an dem Auto. Nee. Nee. Nein. Also die passen zu dem Auto. Felgenfarbe. Gibt's da so ein Braun? Erdbraun. Dunkelbraun. Ja, nehmen wir. Achso, die Reifen wollen wir ja auch noch. So muss das sein. Fenster. So. Nein, will ich nicht verlassen. Ja. Ist jetzt keine Schönheit. Hier hinten der Auspuff gefällt mir. Aber ansonsten. Ja. Würde jetzt auch nicht unbedingt zu meinen Traumautos zählen. Gut, dann einmal raus hier. Also lenken lässt er sich ein bisschen besser als vorher. Oder auch nicht. Bremsen. Ja, geht. Beim Anfahren dreht er ziemlich durch. Ja. Ist halt ein Muscle Car. Die Muscle Cars sind eh nicht so meins. Das sind eher so Angeberautos. Also in USA zumindest, in manchen Vierteln. Aber meins wäre es halt wirklich nicht. So ein Auto. Gut. Dann
einmal hier hinstellen. Und morgen kaufen wir dann das nächste Auto.